Seven Seals. Und damit hallo Freunde und herzlich willkommen zu Nightfall Escape. Wir spielen ein kleines Horrorspielchen, dachte ich mir mal, da ich ja sowieso der horrorbegeisterte Fan bin, der sehr, sehr gerne Horrorspiele spielt, sich dabei aber leider immer wieder ins Höschen pullert und ganz schön Arschbackenflattern kriegt. Deswegen habe ich mir gedacht, gönne ich euch doch mal den Spaß und spiele für euch Nightfall Escape. Ja, Nightfall Escape ist so ein bisschen klischeehaftes Horror-Game. Ja, also wir sind eine freie Reporterin, also kurz zur Geschichte, wir sind eine freie Reporterin namens Era Cruz. Wie wir aussehen, das werdet ihr gleich nochmal sehen. Ich war schon mal kurz im Spiel drin, um hier die ganzen Einstellungen zu treffen und so weiter und so fort. Aber das ganze Standardprozedere halt, ne? Vor allem Let's Play, damit es auch gut funktioniert, damit ihr auch von Anfang an alles schön mitschauen könnt. Und wir gehen einer Geschichte nach, und zwar soll es mysteriöse Begebenheiten in einem abgelegenen Waldstück geben, wo ein Haus steht. Und wir sind nicht alleine unterwegs, sondern wir sind mit einem, mit unserem Assistenten unterwegs. Weiß ich jetzt nicht, irgendwie Tontechniker oder halt auf jeden Fall unserem Assistenten unterwegs. Und gehen diesen mysteriösen Phänomenen nach. Ja, wir erwarten uns natürlich als freie Reporterin, erwarten wir uns natürlich die Top-Story überhaupt, ja, um schön rauszukommen, um gut rauszukommen und erfolgreich und bekannt zu werden als Reporter. Okay, wie ihr in den Settings schon hier sehen könnt, ich kann leider nichts an den Sounds und so weiter ändern, nur am Display und an der Sprache, aber die Sprache, das ist auch ein bisschen buggy im Moment, leider. Auf jeden Fall, wir können nichts an den Sounds ändern. Ich werde jetzt gleich versuchen, dann letztendlich bei der Bearbeitung des Let's Plays meine Stimme ein bisschen heraufzuheben, ja, damit ihr auch alles gut verstehen könnt, weil das Spiel so jetzt doch ziemlich laut ist. Okay, wir gehen zurück und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Film ab! Oh, empty Slot. Film ab! Isn't this exciting? It's officially our first road trip together. Please, just remind me again when I'm driving instead of you. My apologies, miss. You saw how that grumpy officer took away my license for no reason. Whatever. I'll make it up to you. I'll be your driver for a week. Shouldn't you always be my driver for, like, as long as you're my assistant? That I can argue with. But you know what they say, drivers are sweet lovers. Is that right? Anyway, let's check out the news. Mysterious disappearance of residential. Same news as last week, huh? I'm telling you, Era. This is cool. I have a really bad feeling about this.
You always have a really bad feeling about every scoop. No, no. This one is different. We've never covered something like this before. It really gives me the chill. Focus, Cholo. This is exactly the break that we need. Yeah, but I mean, come on. Is it really worth it? They said the last police officer who investigated that mansion never returned. Maybe he got bit by a vampire and turned. Or got eaten by zombies. Or killer babies. Cut it out, man. We're just gonna scout the area, take pics, and leave. What could possibly go wrong? By the way, you should consider other hobbies aside from comics and video games. By the way, what's up with that strange kid we met at the market? Sampaguita vendor? What about him? Can't put my finger on it. Something's off about that kid. He looked at you like he's looking at his favorite meal. Trust me, I know. I noticed that too. He stares at people differently. He did give us directions though. Come to think of it, how are we even sure about those directions? Could be a bluff. Well, he is the only one in that market who actually spoke to us. Besides, what choice do we have? Okay. I rest my case. But don't you think he could be some sort of a shape-shifting... Jolo, let it go! Comics, video games, Based on the kid's directions, we should be near the place. Just when I'm starting to get comfy with the road bumps. Are you sure? Yeah, I think we're close. How's your phone credits? You should send the chief a message once we arrive. Holy shit! What was that? Jolo, I think I hit something. Can you check it out? Jolo? Jolo? I can't believe this guy. Better check it out myself. Basic Controls. Und damit wären wir jetzt schon im Spiel. Also hier, Movement ganz normal, ja, Shift, Steuerung, Flashlight, Inventory of Escape, okay, Jump, ja, Skip, okay, und F1 für Exit und linke Maustaste für Interact. Gut, da wären wir jetzt schon. Ja, unser Jolo ist echt YOLO. Hat noch mit ihm gesprochen, jetzt schon eingeschlafen. I see nothing. Except for an extremely reliable assistant. Ja, Augen auf bei der Partnerwahl. Schickes Auto haben wir da auf jeden Fall. Was steht da? Billy Panis, Perlis NG Cylinder. JAF 143. Okay. Na gut, passt hier zur Stimmung, der Totenkopf. Und wir haben irgendwas gerade schon mit einem Kind auf einem Markt im Vorfeld zu sehen bekommen. Dass wir, also so habe ich es jetzt zumindest verstanden, dass wir im Vorfeld auf einem Markt waren, dort ein Kind getroffen haben. You must go ahead. Und ja, dieses Kind sehr mysteriös war. Vor allem auf unseren Jolo-Yolo. Sehr mysteriös wirkte. It looks like I can get through here. Und unser Assistent glaubt natürlich, dass hier sofort hier Killerbabys sind und Zombies oder irgend sowas alles. Und wir sind mal gespannt, was uns hier wirklich erwartet. Also das Eingangstor und so der erste... Das erste, was man hier so sieht von dem Haus,
ist ja sehr einladend. Also ich finde es schon mal sehr schön hier. Das ist doch ein Ort, wo man Urlaub machen kann, oder? Ja, hier, Klischee, Blutmond. Something tells me I should not ring that bell. Irgendetwas sagt mir, dass ich nicht an der Glocke läuten sollte. Sollen wir läuten? Na komm, wenn das... Also das ist jetzt so offensichtlich, dass wir an der Glocke läuten sollen. Wo steht denn hier? L.A. Resurrección de los Muertos y la Vida Eterna. Eterna. Mhm. Sagt mir nix. Okay. Also das ist echt so offensichtlich, dass wir läuten, oder? Sollen wir läuten oder sollen wir nicht läuten? Oh, mir kribbelt schon im Finger, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach komm, wir läuten mal. Mal gucken. Boah, ich habe jetzt einfach nur schon mal eine Gänsehaut bekommen, weil die Glocke geläutet hat. So, also, wenn bis gerade noch keiner wusste, dass wir hier sind, jetzt definitiv. Okay, wir schauen uns erstmal um, bevor wir reingehen. Gucken, ob wir hier noch irgendwas machen können. Ja, wie ihr schon sehen könnt, die Grafik ist nicht auf dem aktuellsten Stand. Das muss man halt mal so sagen. Aber wenn das Horrorspiel an sich wirklich gut ist, dann interessiert mich die Grafik, muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so. Weil man auch aus schlechter Grafik ein gutes Horrorspiel machen kann. Finde ich persönlich. Und zum Mal um. Ah, hier können wir noch weiter hoch. Ich bin ja sowieso mehr so der Freund von Nebeneingängen. Also Haupteingänge, das ist schon wieder so klischeehaft und... Ah, nee. Also dann... Oh, da leuchtet was. Seht ihr das? Da gehen wir mal hin. Also ich benutze wirklich ganz gerne immer so, mal so ein bisschen die Seiteneingänge. Na, das geht ja schon gut los. Wir sind hier wahrscheinlich... Wir sind auf jeden Fall auf dem Friedhof. Bei den Ausmaßen des Hauses könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das vielleicht so ein Familienfriedhof ist, wo die ganze Familie begraben liegt. Oder so die ältere Generation. Wurde ich mir bei dem Zustand von dem Haupttor alleine schon und hier so den Bäumen, die wurden ja auch schon länger nicht mehr geschnitten, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass hier die gesamte Familie liegt. Dass kein Nachwuchs mehr gekommen ist. Blut? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass es Blut ist. Aber wir können hier irgendwas aufnehmen, glaube ich. I'll take that. Ah, guck mal an, wir haben hier eine Hacke. Mhm. Okay. Wer damit hier schon alles begraben wurde, ich will es gar nicht wissen. There must be something here. Ich hoffe nicht. Okay. Also, boah, mach bloß die Taschenlampe wieder an. Fräulein, die Taschenlampe, die bleibt an. Bis wir hier durch sind. Das Setting passt auf jeden Fall, aber wie gesagt, das ist halt Klischee, ne? Mal gucken, was sich die Spieleentwickler haben einfallen lassen, um das, ja, um es nicht ganz so krass klischee-mäßig zu machen hier. Große Haupttür. Schauen, was uns erwartet. Not this way. Ach, gar nichts, okay. Verschlossen. Gut. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg reinfinden. Kann man da durchschauen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das sieht zumindest sehr dunkel aus. Einen schicken Brunnen haben wir hier. Sieht doch sehr einladend aus, muss ich sagen. Hello, haunted property.
Also, wir müssen, denke ich, jetzt einfach mal einen Schlüssel finden. Oder Moment mal, wir haben doch die Hake. Wir haben doch die Hake. Schauen wir mal. Wie war das nochmal? Escape, richtig? Da. Mal wirklich machen können wir auch nichts. Mirror Shards. Shards of a broken mirror. Emitting a mysterious energy. Mhm. Bestiary. Die versperrte Tür. Jewelry. Hm. Auch nur die Tür. Hm, können wir wohl nichts machen. Aber es scheint so, als wenn da drin Licht an wäre, oder? Oder ist das nur die Taschenlampe? Ich mache die Taschenlampe mal aus. Das sieht doch so aus, als wenn da Licht an wäre. Hm, schauen wir mal. There's something strange about this tree. Seht ihr das? Seht ihr das? Die roten Augen. Was ist das? Geht das jetzt schon los oder was? Dann breche ich hier ab. Dann breche ich vom Stuhl ab. Hallo? Ja komm, feines Kätzchen. Ja komm, feines Kätzchen. Mich wundert es auch gar nicht, dass du rote Augen hast, Kätzchen. Boah, wahrscheinlich springt die uns gleich an. Ich sehe schon, komm. Okay. Also für einen Schnappschuss hätte es mir jetzt schon gereicht und ich hätte jetzt eigentlich schon gehen können, ne? Hinten geht's noch weiter. I wonder what's on the other side. Andere Seite. Okay, es scheint so, als wenn wir auf die andere Seite müssten, dass wir nicht durch das Haupttor gehen können. Dann können wir hier weiter? Ja. Ach, jetzt kommen wir hier wieder raus. Ja. Da kommen wir nicht weiter. Dann müssen wir wohl wieder zurück. Oder kommen wir hier noch weiter? Ja. Nee. Ich bin jetzt einfach mal auf der Suche nach einem Schlüssel, ne, Leute? Weiß nicht, ob das richtig ist. Aber so ein, vielleicht müssen wir einen Schlüssel ausgraben. Hier ist wieder ein Zaun. Und eine Falltür. Ach. Das sind übrigens wir. Error Cruise. Ah. Okay. Ja, nee, ist klar. Wie war das nochmal? Man kann auch speichern. Wie kann man denn nochmal speichern? Wo war das denn nochmal? Nee, kann man nicht. Ich hätte jetzt schwören können, ich hätte irgendwo mal was mit Speichern gesehen. Na gut, dann wollen wir da mal reingehen. Ouch. Um Gottes Willen. It was only 5 donuts this afternoon. I think I should call Jalo.